Ihr seid auf der Suche nach einem Spiel, wobei der Kopf gefragt ist. Ihr sucht ein Spiel für Jung und Alt. Ihr möchtet ein Denk- und Logospiel, was Menschen jeden Alters herausfordert. Dann schaltet jetzt auf keinen Fall ab, denn ich möchte euch dieses Spiel Rush-Hour nach dem Intro vorstellen. Und ich muss euch sagen, es ist ein tolles Spiel, was sehr viel Spaß macht, aber Vorsicht, Suchtgefahr. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video möchte ich euch das Spiel Rush Hour, das originelle Stauspiel, vorstellen. Es ist ein Knobelspiel für Jung und Alt von 8 bis 99 Jahren für einen Spieler. Ich habe euch das Spiel unten in der Videobox mal verlinkt, da könnt ihr euch das dann auch nochmal genauer anschauen, wenn ihr daran Interesse habt. Aber ich muss auch sagen, es macht einen Höllenspaß, man kann kaum aufhören damit. Es besteht absolute Suchtgefahr. Ein tolles Spiel als Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk oder auch vielleicht zum Namenstag oder sonstiges. Wir packen es mal aus. Das ist das Spielbrett. Im unteren Bereich befinden sich die Aufgabenkarten. Also es ist hier alles toll sortiert. Die Fahrzeuge sind in einem kleinen Säckchen. Also das Spiel ist auch bestens geeignet für unterwegs, im Flugzeug, auf dem Schiff, im Zug, im Auto und natürlich im Urlaub. Eigentlich hatte ich das Spiel für die Kinder gekauft, doch mittlerweile sitze ich selbst ewig daran, um zu knobeln. Also man kann wirklich kaum damit aufhören, es besteht absolute Suchtgefahr. Also Vorsicht. Insgesamt gibt es 40 Aufgaben und auf der Rückseite stehen dann die Lösungen. Wähle nun einfach eine Aufgabenkarte und platziere die Autos so, wie diese auf dem Bild zu sehen sind. Die Autos nehmen zwei Felder ein, die LKWs nehmen drei Felder ein. Und nun ist die Aufgabe, mit dem roten Auto durch den Stau zu kommen. Ich zeige euch nun ein Beispiel. Zuerst müssen wir aber das Spielfeld so aufbauen. Also ihr seht, es ist identisch aufgebaut. Hier ist der Ausgang, welcher auf der Karte hier ist. Und nun sagt mir mal, wie würdet ihr das Auto aus dem Stau rausführen? Also es muss hier durchfahren. Ihr dürft die LKWs verschieben, aber immer nur gerade. Also ihr dürft den LKW nicht so verschieben, sondern er muss vorwärts oder zurückfahren. Ihr könnt fahren, wie ihr wollt, aber nur vorwärts und zurück. Wollt ihr euch kurz Gedanken machen oder soll ich euch die Lösung sagen? Ich zeige euch die Lösung. Ihr fährt mit diesem Auto zurück, setzt diesen LKW dann nach oben, diesen hierhin, fahrt mit eurem Auto ein Stück vor, fahrt mit dem LKW wieder zurück, diesen hierhin und das Auto kann rausfahren. Das war jetzt eine einfache Aufgabe, und zwar Aufgabe 1. Ihr seht, es gibt 40 Aufgaben davon. Die Aufgaben werden immer schwerer. Ihr habt viele Autos, die ihr einsetzen könnt. Ein ganz tolles Spiel für Jung und Alt. Es ist für Kinder genauso wie für Erwachsene und natürlich auch für Senioren geeignet, um anfangende Demenz zu aktivieren, beziehungsweise um diese erst gar nicht auftreten zu lassen. Also, ihr könnt dieses wundervolle Spiel genauso euren Kindern, euren Eltern, euren Großeltern zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu irgendeinem Fest oder auch einfach nur aus Spaß schenken. Ich garantiere euch, ihr werdet alle eure Freude dran haben. Egal zu welchem Fest, es besteht Suchtgefahr. Schaut euch die Rezensionen bei Amazon an. Ich habe es euch, wie gesagt, unten verlinkt. Müsst ihr nur draufklicken. Die Leute sind alle begeistert davon. Genau wie ich. Ich kann es euch nur empfehlen. Tolles Spiel mit viel Spielfreude. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie mir unten in den Kommentaren. Ich beantworte euch diese gerne. Und nun könnt ihr noch was für mich tun. Klickt auf den Abo-Button, damit ihr auch morgen keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Tschüss.
Ciao und bis bald. Und nun legt euch wieder hin.